Die Gehörlosigkeit, das ist wie eine eigene Welt. Wir haben unsere eigene Kultur. Die ist anders als die der Hörenden. Ich selber bin gehörlos, empfinde das aber nicht als Defizit, weil ich alles habe. Ne? Also ich bin glücklich und ich fühle mich komplett. Also für mich ist das kein Defizit, die Gehörlosigkeit. Mein Name ist Laura Hoffmann. Ich bin 28 Jahre alt und bin Mutter eines Sohnes und arbeite als Verwaltungswirtin und bin Leistungssportlerin im Futsal. Es gibt ja auch in der Gebärdensprache immer individuelle Gebärdennamen für die einzelnen Personen. Also mein Name ist ja Laura, das ist meine Namensgebärde, das L, also mein Anfangsbuchstabe, L im Fingeralphabet, und ich lasse immer ganz oft was fallen, das Handy fallen, und deswegen hat sich dann eben diese Bewegung etabliert. Und man schaut eben, was vom Charakter passt oder vom Aussehen. Menschen mit Locken haben dann vielleicht eher die Locken im Gebärdenname, und man schaut eben, welcher Gebärdenname passt, und den bekommt man dann. Ich bin gehörlos geboren worden und meine Familie, also mein Mann, meine Eltern, mein Bruder, die sind auch gehörlos. Ich wohne in Haltern am See, in einer kleinen Wohnung. Ja, also eigentlich eine normale Mietwohnung mit ein paar technischen Hilfsmitteln, die wir dazu haben. Zum Beispiel eine Lichtblitzklingel hier. Wenn es klingelt, dann wird das Geräusch automatisch quasi in Lichtsignale umgewandelt, und für nachts, wenn das Kind schreit, dann gibt es auch ein Babyfon mit Lichtsignal. Das sind so die technischen Hilfsmittel, die wir hier haben. Im Moment in der Elternzeit, klar, da sind wir beide zu Hause die ganze Zeit. Das heißt, wir haben viel Zeit für die Familie. Und ich selber mache auch Sport. Das heißt, mein Mann steht morgens auf, ich gehe dann laufen, und er macht auch Sport, ist dann auch zwischendurch weg, wenn er wiederkommt. Dann ist, also, das ist mal so, mal so. Wir haben eine ganz enge Beziehung, weil wir uns halt in der Gebärdensprache total gut austauschen können. Wir haben den gleichen kulturellen Hintergrund und haben einfach viel gemeinsam. Andere Menschen, da ist die Kommunikation halt manchmal schwierig. Also ich höre absolut gar nichts, also ich bin wirklich völlig taub, und meine Muttersprache ist die Gebärdensprache. Aber wenn ich mit Hörenden zusammen bin, dann brauche ich manchmal bestimmte Hilfsmittel, also GebärdensprachdolmetscherInnen oder einen Telefondolmetschdienst. Oder manchmal in spontanen Begegnungen, dann geht es natürlich auch über Schriftsprache, Zettel und Stift oder über das Handy. Jetzt mit der neuen Technik ist das ja möglich. Das sind so meine Wege. Gebärdensprache ist eine total schöne Sprache, sehr lebendig. Sie nutzt die Mimik, den ganzen Körper. Und gesprochene Sprache, da ist halt der Körper ganz steif, und in Gebärdensprache ist es einfach eine lebendigere Sprache. Das ist noch heiß. Du musst ein bisschen warten, bis das abgekühlt ist, dann kannst du es essen. Ja, ein bisschen warten. Mit Gebärdensprache kann man alles, ne? Also es gibt im Prinzip für jedes Wort eine Gebärde. Man kann schimpfen, da nutzt man dann die Mimik. Also man kann sagen, es ist genauso wie die Lautsprache. Die Grammatik ist anders, der Satzbau ist anders, aber inhaltlich kann man genau alles ausdrücken. Ja, also Gehörlose sind halt sehr visuell. Dadurch, dass man nichts hört, sind wir sehr visuell. Wir hören mit den Augen. Und deswegen, dadurch, dass wir nichts hören, sind auch so Eigenschaften und der Charakter, das Verhalten ist anders als bei Hörenden. Jetzt nicht bei allen, aber in vielen Bereichen. Zum Beispiel, wenn man jemandem was sagen will, das Antippen, das Aufstampfen, das ist halt laut. Wir benutzen nicht die Stimme, aber wir können trotzdem auch laut sein. Ich spiele für den GTSV Essen in der Frauenmannschaft
Und jetzt spielen wir momentan mehr Futsal. Das ja, großen Feldern dafür haben wir einfach zu wenig Spielerinnen. Und deswegen sind wir auf Futsal gewechselt. Und wir trainieren jeden Dienstag. Die Mannschaft besteht aus 8 bis 9 Spielerinnen. Wir sind alle gehörlos. Es gibt auch schwerhörige Spielerinnen, die sind aber auch gebärdensprachkompetent. Und ich bin da Kapitänin und seit 2015 in der Mannschaft. Sport ist für mich eine Abwechslung vom Alltag, von der Familie, von den Freunden. Da habe ich natürlich auch Gehörlose. Bei der Arbeit habe ich viel hörende Menschen um mich und diese Abwechslung brauche ich einfach. Also der Sport ist natürlich für meinen Körper wichtig, aber auch für mich das soziale Umfeld. Einfach ja, die gehörlosen Menschen, Mädels um mich zu haben, mich zu unterhalten, Spaß zu haben und ja, da einfach zu entspannen. Bis jetzt mein größter Erfolg war die DCL mit dem GTSV Essen. Da haben wir vor 2 Jahren Gold gewonnen und ja, in einem Nationalteam die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Da war ich auch sehr oft dabei. Da haben wir auf den 2. und 3. Platz, manchmal auch den 5. Platz, aber ja, noch nie Gold gewonnen. Und ja, ich hoffe, jetzt im Oktober bekommen wir dann endlich mal Gold. Also mein Ziel auch ja, ist jetzt erstmal im Oktober die EM mit Gold zu gewinnen. Ich als gehörlose Person fühle mich gut, ich fühle mich nicht behindert, mir geht es gut. Aber na klar, wenn ich in die hörende Welt eintauche, also da unterwegs bin, dann bekomme ich nicht immer selbstverständlich Dolmetschende an meine Seite gestellt. Und kurzfristig ist es eigentlich eine Glückssache, dann jemanden zu bekommen. Im Alltag brauche ich so keine Dolmetschenden. Aber wenn ich beispielsweise ja, einfach mal eine Beratung in einem Textilgeschäft haben möchte, Klamottengeschäft oder so, was gut zu mir passt, dann kann ich das nicht eben einfach bekommen. Aber es reicht auch, wenn sich die Menschen einfach Mühe geben, Zettel und Stift zur Hand nehmen oder ja, einfach offen sind. Okay, super. Im privaten Bereich ist es eigentlich fühle ich mich da nicht so stark betroffen, dass jetzt andere mich diskriminieren oder klar, Gehörlosigkeit fällt nicht auf. Manchmal erst, wenn ich anfangen würde zu sprechen, würde es eben auffallen, dann fühlen sich andere Menschen ein bisschen hilflos. Sie wissen nicht, wie sie mit gehörlosen Menschen umgehen können. Also es sind so Kleinigkeiten, die dann beispielsweise in der Schlange ist es so, dann wird durchgesagt, ah, jetzt die nächste Kasse wird geöffnet, das kriege ich dann nicht mit, bekomme es als letztes mit. Das sind so Kleinigkeiten. Oder manchmal ist es so, wenn jemand kurz irgendwie sagt, können Sie mal zur Seite gehen, das kriege ich dann nicht mit, dann werde ich irgendwie doof angegangen. Zu der Zeit, als ich schwanger war, da haben wir natürlich auch überlegt, ob wir ein gehörloses oder hörendes Kind gebären werden. Vorher weiß man das ja nicht. Das ist ja eine Überraschung bei der Geburt. Und ja, wir waren beide froh, dass er gehörlos ist, weil wir halt uns auch als gehörlose Menschen identifizieren und die ganze Familie. Wir sind in der gehörlosen Welt groß geworden, haben keine Ahnung von der hörenden Welt in dem Sinne und werden dann wahrscheinlich auch einfach vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und deswegen, wir kennen das Aufwachsen oder Dasein als gehörloser Mensch. Und deswegen waren wir froh, dass wir das dann eben dem Finn auch mitgeben können. Magst du die Farbe? Nein. Andrea, ja. Auch nicht. Was willst du denn? Schuhe essen. Für gehörlose Kinder ist natürlich der Vorteil, dass die Gebärdensprache sich schon sehr frühzeitig entwickelt. Also jetzt selbst mit 14 Monaten kann er schon ganz viel sich äußern. Und bei der Lautsprachentwicklung, die ist später entwickelt. Und die Gebärdensprache kann eben schon von Kleinstkindern früh benutzt werden. Was ist das? Das ist ein Schaf. Nach der Geburt im Krankenhaus ist beim Hörtest das aufgefallen und wir haben ein Informationsblatt
zum CI bekommen, aber das wollte ich nicht. Also er hatte ja eine durchgehende Sprache und die medizinische Sicht, die möchte natürlich früh das Implantat implantieren, aber es gibt halt viele Möglichkeiten, auch eine gute Sprache aufzubauen und deswegen sehe ich einfach, dass ein CI kein Muss für eine gute Entwicklung ist. Wenn er später mit 13, 14 Jahren die Entscheidung trifft, dass er eins haben möchte, dann kann man das Thema nochmal besprechen, aber jetzt für ihn als kleines Kind möchte ich das nicht. Es ist ein bisschen anders, wenn man später ertaubt, weil man die Erfahrung hat, dass man gehört hat. Und wenn man dann ertaubt, dann weiß man, wie das Hören war. Und dann merkt man vielleicht diesen Verlust, weil man das halt konnte und man das plötzlich vermisst. Man hört plötzlich keine Musik mehr, wenn man ertaubt. Ne? Und das ist eine andere Situation. Wer von Geburt an gehörlos ist, der muss das nicht vermissen, weil er hat ja nie gewusst, wie man etwas hört. In der gehörlosen Gemeinschaft erlebe ich keine Barrieren. In der hörenden Welt, klar, da gibt es die Barrieren. Ich arbeite beim LWL als Verwaltungswirtin. Ja, hallo Laura. Ich bin ja jetzt in der Elternzeit 3-4 Mal schon hingefahren und da freue ich mich einfach, die Kollegin zu sehen. Ja. Hi. Babyspeck. Sag noch, ist es gut, Babyspeck, sag. Das ist süß, ne? Wenn ich so ein bisschen speckig bin. Wie geht's euch? Bitte? Wie geht es euch? Gut. Wie war Urlaub? Das ist süß. War schön, ich habe Fotos gesehen. Oh, herrlich. Man neidisch. Wie alt ist Finn jetzt? Wie alt? Bald 14 Monate. Echt schon. Also Laura kann sehr gut von den Lippen lesen. Sie haben es ja gerade auch mitbekommen, dass viele Kollegen es auch über Gestik und Mimik versuchen. Für Gruppenbesprechungen haben wir dann auch immer Dolmetscher hier vor Ort, die uns dann unterstützen. Und viele Kollegen haben auch schon ein paar Grundkenntnisse in der Gebärdensprache. Ich mache aktuell einen Online-Kurs, damit ich mich auch mit Laura ein bisschen besser noch unterhalten kann. Das ist zumindest das Ziel, ein bisschen auch mal Smalltalk halten zu können, auch ohne Dolmetscher mal ein bisschen zu kommunizieren. Wir haben ja auch noch andere gehörlose Mitarbeiter hier bei uns in der Abteilung. Also die Kommunikation mit den hörenden KollegInnen, ja, ist es so, dass sie ein starkes Mundbild formen. Das klappt in der 1-zu-1-Kommunikation ganz gut. Also im Alltag gibt es immer wieder Situationen, dann sprechen KollegInnen irgendwas untereinander. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein beruflicher Kontext ist oder eher was Privates. Und dann wird einfach gesagt, ach ja, machen wir dann später. Oder manchmal geht es auch um wichtige Themen. Dann habe ich eine kurze Frage, dann ist es doch nicht so wichtig. Also ich bräuchte manchmal mehr einfach Infos, ob es wichtig ist oder nicht. Aber das kann ja auch eine andere Person nicht unbedingt für mich entscheiden. Im beruflichen Bereich gibt es schon einige Nachteile. Da hängt man auch den Hörenden ein bisschen hinterher. Wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat und im Arbeitsleben ist und sich dann überlegt, dass man sich weiterbilden möchte oder noch ein Studium draufsetzen möchte oder eine andere Ausbildung machen, dann werden die Dolmetscherkosten nicht übernommen. Das ist wirklich eine große Barriere. Die Sicht der Hörenden ist einfach. Ja, da, glaube ich, fehlt einfach Aufklärungsarbeit. Also viele haben einfach wirklich keine Ahnung, was es bedeutet, gehörlos zu sein. Also natürlich gibt es auch andere Situationen, aber im Grunde genommen bin ich zufrieden und führe ein glückliches Leben. Und ja, das können sich Hörende wahrscheinlich einfach nicht vorstellen. Guck mal, wie schön das hier ist. Das sieht aus wie im Urlaub. Willst du was trinken? Willst du Wasser trinken? Wenn Hörende auf gehörlose Menschen treffen, dann brauchen sie keine Hemmung zu haben. Also wir sind auch ganz normale Menschen und wir können alles nur nicht hören.